Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe das neue Shot-System von Nadalia, ich habe den Love 66 mit dem passenden Molasse-Shot und ich würde sagen, wir testen das Ganze heute mal zusammen. Ja, da bin ich wieder und wie gesagt, heute das neue Adalia Shot System. Leute, wir wissen ja, seit dem 20.05. ist auch noch Minze und Menthol offiziell in den Tabaksorten verboten. Verschiedene Hersteller haben sich verschiedene Lösungen einfallen lassen. Heute gucken wir uns mal das Lösungssystem von Adalia an. Bei Adalia kauft man jetzt 200 Gramm Tabak, der aber noch nicht komplett fertig ist, je nach Sorte. Ich blende euch auf jeden Fall nochmal eine Grafik ein. Muss man noch für 1,50 Euro so eine kleine Molasse-Packung dazu kaufen. In dem Molasse-Ding sind 30 Gramm Molasse, der Tabak hat 200 Gramm, der Tabak kostet 16,90 Euro und dieses Molasse-Ding kostet nochmal 1,50 Euro. Umgerechnet bezahlt ihr dann, also wenn ihr das anmixt, habt ihr ungefähr 230 Gramm Tabak raus, vielleicht bleibt ein bisschen was in der Schüssel hängen oder sowas, müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr möglichst viel auskratzt, aber im Optimalfall habt ihr dann 230 Gramm rauchfertigen Tabak zum Preis auf 200 Gramm umgerechnet von 16 Euro. Ist also ein bisschen teurer geworden, als Adalia vorher war, aber die haben natürlich auch deutlich mehr Aufwand, jetzt hier noch diese Fläschchen abzufüllen und die auch noch zu verschicken und so. Ist einfach ein bisschen schwerer geworden und ich finde, dafür ist 16 Euro auf jeden Fall noch ein recht fairer Preis. Ich würde sagen, wir fangen am besten einfach mal an und mixen einmal die zwei Dinger hier zusammen. Leute, zwischendrin nochmal der Shoutout, nur ungefähr ein Drittel der Leute, die diese Videos hier gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr mich ein kleines bisschen unterstützen wollt und auch dem Channel helfen wollt, schnell zu den 100.000 Abos zu kommen, dann lasst sehr, sehr gerne noch ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall unglaublich freuen und auch sehr, sehr krass unterstützen. So Leute, wir gucken uns erstmal die Dose und dieses Fläschchen hier an. Ja, so sieht das Ganze aus. Oben steht ATH Love 66. Und wir sehen unten eine 66 hier auf dem Döschen, die wir auch auf der richtigen Dose unten wieder sehen. Ansonsten haben wir eigentlich keinen Unterschied, bis auf den Preis. 16,90 Euro kosten die 200 Gramm jetzt und 3 Euro kostet dieses Fläschchen hier nochmal dazu. Das sind dann nochmal 25 Milliliter und das sind dann 30 Gramm. Not suitable for minors und Co. Also noch ein paar Warnhinweise drauf, aber abgesehen davon steht hier nicht großartig was drauf, außer eben Love 66 mit der passenden 66, sodass die beiden Dinger hier eben zusammengehören. Ich würde sagen, wir machen mal die Dose auf und gucken uns mal den Tabak an sich an. Einmal noch hier in dieser Verpackung. Da würde ich sagen, holen wir uns gleich eine Glasschüssel, wo ich das alles reinpacken will. Weil das Ganze soll man ja angeblich besser mischen können, wenn man das hier irgendwie in der Schüssel oder so macht. Und genau das wollen wir eben auch tun. Lässt sich sehr, sehr gut entlernen. Ich muss sagen, das sieht eigentlich so schon nach relativ rauchfertigem Tabak aus. Ich ziehe mal den Handschuh an, dass ich das Ganze durchpanschen kann. Ich muss sagen, es riecht gerade sehr, sehr stark nach Maracuja. Ja? Also Maracuja lässt sich gerade wirklich heftig rausriechen. Aber Leute, von der Feuchtigkeit her und so würde ich fast sagen, kann man das auch so schon rauchen, aber ich rieche nochmal dran, Sekunde. Also es riecht fast nach purem Maracuja-Tabak. Ich würde sagen, Maracuja ist da einfach so von sich aus schon dran. So, und ich würde sagen, dann schnappen wir uns hier mal als nächstes die Molasse, kippen die da einmal oben drüber und mischen das Ganze dann ordentlich durch. Am besten lassen wir das hier noch so ein bisschen auf dem Kopf in der Dose stehen. Außer auf diesem Deckel, das hat hervorragend geklappt. So, wir lassen das dann noch so ein bisschen stehen. Am besten soll man das Ganze mit einem Handschuh machen, ansonsten riecht eure Hand halt noch den ganzen Tag nach Love 66 und jetzt sollen wir das Ganze einmal ordentlich durchmatschen, also auch richtig schön kneten, nicht einfach nur so, ne? Ja, fertig, sondern richtig schön reinkneten, wurde gesagt. Und genau das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir gehen dann einmal schön mit dem Handschuh durch, versuchen das alles reinzumischen. Ein bisschen Feuchtigkeit wird dann wahrscheinlich wieder hier an dem Gefäß hängen bleiben. Aber Leute, das riecht schon nach sehr, sehr geilem Love 66. Und ich muss sagen, ich finde auch Schnitt und Feuchtigkeit jetzt ziemlich nice. Also es sieht sehr, sehr gut aus hier, wenn ich mir das von der Tabakqualität her angucke. Ja, also Schnitt und Feuchtigkeit sehen sehr, sehr nice aus. So.
Ich bin sehr gespannt, wie sich der Tabak dann rauchen lassen wird. Love 66, ja, ein absoluter Klassiker, Leute. So, ja, wie bei einem guten Teig, ne? Punchen wir das Ganze hier mal ordentlich rein und verteilen so die Molasse. Aber das geht ja wirklich sehr, sehr einfach. Ich habe es bei Dödet gesehen, er hatte eine relativ kleine Schüssel, das war ein bisschen Krise so. Aber so mit einer großen Schüssel ist das eigentlich absolut kein Problem hier. So. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt in die Küche und versuche hier mit dem Teigschaber möglichst viel rauszukriegen und packe mir das dann wieder in die Dose. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir das Ganze wieder rauchen, ne? Also schauen wir mal. Ja, und nachdem ihr das Ganze dann angemixt habt, klar, es ist ein kleiner Arbeitsschritt, den man machen muss, aber Leute, dafür hat man dann halt sozusagen wieder den komplett originalen Adalia Love 66 ohne Einschränkungen durch das Minz- und Mentholverbot. Und wenn er dann wieder genauso ist wie vorher, dann finde ich das okay, dass man das einfach gerade zusammen anmischt. Ist ja nicht so viel Arbeit, geht also auf jeden Fall klar. Nachdem wir das Ganze jetzt angemischt haben, würde ich sagen, springen wir auch direkt in den Kopfbau und ich zeige euch mal, wie ich das Ganze gebaut habe. Leute, dann kommen wir mal zum Kopfbau. Ich habe mir hier den Oblaco in der Hooker Club Show Edition geholt. An sich eigentlich ein ganz normaler Oblaco M. Mit der Besonderheit, dass man den eben nur in Russland auf der Messe kaufen konnte und eben auch nur da diesen Colorway erwerben konnte. Wir haben das Ganze jetzt schon angemischt. Jetzt geht es noch an den Kopfbau. Wir schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Ich war eben schön beim Familienessen, habe das Ganze also noch ein bisschen einziehen lassen und jetzt bauen wir das Ganze zusammen mal. Von Schnitt und Feuchtigkeit her sieht das Ganze jetzt auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Sehr, sehr angenehmer Schnitt, sehr, sehr gute Feuchtigkeit. Da passt auf jeden Fall alles. Ein bisschen klebrig, aber auf jeden Fall sehr, sehr guter erster Eindruck. Wir schnappen uns unseren Oblaco, halten oben das Funnelloch zu, versuchen locker Tabak auf die Gabel zu kriegen und streichen das dann hier in den Kopf. Ich werde auf gut Kontakt rauchen, also irgendwas zwischen Noppenkontakt und Vollkontakt, aber jetzt nicht mega krass Overpack. So ungefähr auf Randhöhe bündig werde ich das Ganze bauen. Nicht zu sehr andrücken und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sich hier der Adalia schlagen wird. So, das sollte ungefähr passen von der Tabakmenge her. Jetzt gehen wir einfach hier mit der Gabel her und verteilen das Ganze noch ein bisschen im Kopf. Ja, schön locker fluffig lassen, nur ein bisschen hin und her schieben, so ein paar ganz klitzekleine Ästchen hier, aber auf jeden Fall nichts Wildes, ja. Also vor so kleinen Ästchen wie da, da müsst ihr absolut keine Angst haben, das ist absolut kein Problem. Hier habe ich ein bisschen viel hingeklatscht, das heißt, wir versuchen das noch so ein bisschen rumzuverteilen und noch ein bisschen hier rüber zu kriegen, weil da liegt ein bisschen weniger und dann sollte das Ganze passen. Ja, ab und zu fällt mal was ins Pfannenloch, wenn man es halt nicht mit dem Daumen zuhält, aber absolut kein Problem. Genau dafür haben wir unsere Kopfbauunterlage. So, hier drüben sieht das überall eigentlich schon ganz gut aus, aber hier fehlt noch so ein ganz kleiner Klecks Tabak. Ich würde sagen, da müssen wir nochmal mit der Gabel hier so ein Klitzel, das ist schon zu viel, aber das sollte reichen, so. Und dann verteilen wir das hier nochmal schön hin und dann sollte, das ist wieder so ein kleines Ästchen, also ein paar kleine Ästchen sind am Start, aber Leute, diese klitzekleinen dünnen Ästchen, die machen auf jeden Fall nichts, ja, also sowas ruiniert hier keine Köpfe, sowas ist nicht schlimm, da schmeckt es nicht irgendwie komisch, das ist absolut kein Problem hier, so ein paar klitzekleine Ästchen. Ja, so, und so würde ich den Kopf dann auch schon lassen. Jetzt packen wir da gleich einen Kalau drauf und dann kann es losgehen. So, ich zeige euch das nochmal von hier. Also wir haben, ja gut, es ist doch ein klitzekleines bisschen Overpack. Also Overpack heißt halt, ne, ihr macht mehr Tabak in den Kopf, als der Kopf an sich fassen kann. Und ihr seht schon, es geht ganz leicht über die Kante hier vom Kopf. Also könnte man sagen, ganz leicht Overpack. Aber ja. So würde ich auf jeden Fall vorher Adalia rauchen und dann bin ich mal sehr gespannt, wie sich jetzt der Adalia so rauchen lässt. Ja Leute, ihr habt den Kopfbau gesehen. Also alles sehr, sehr easy. Ja, das Anmischen ist kein großes Problem. Klar, man muss es kurz mal in der Schüssel irgendwie mit dem Handschuh ordentlich durchkneten, damit das alles schön einziehen kann. Ich war zwischendrin, wie gesagt, kurz bei meinen Eltern zum Feiertagsessen und das Ganze konnte also so ungefähr 4-5 Stunden jetzt einziehen, bis ich dann den Kopf gebaut habe. Also vom Anmischen bis zum Kopfbau sind so ungefähr 4-5 Stunden vergangen. Und jetzt läuft das Ganze. Übrigens zum Setup erstmal, ich rauche auf meiner Goldenen Mouse Breeze. Das war eine Limited Edition, gibt es leider so nicht mehr zu kaufen. Gab mal 10 Stück, ich hatte das große Glück, ich konnte die Pfeife Nummer 1 von 10 ergattern. Obendrauf, wie eben im Kopfbau schon gesagt, mein Oblaco in der Hooker Club Show Edition ist aber im Prinzip nur ein besonderer Colorway vom ganz normalen Oblaco M. Und obendrauf mein Kalaut Lotus 1 Plus
in der Farbvariante Niris. Ja, also Niris steht nur dafür, dass der eben schwarz ist. Zwei Tom Kokocha C26 Gold drinne und als Mundstück noch das Mohs Elements hier eben in Blau. Die sind auch nach den Edelsteinen benannt. Ich weiß aber gerade nicht, welcher Edelstahl für Blau steht. Azur? Saphir? Ne, Saphir war, glaube ich, grün. Ist auch egal, auf jeden Fall das Blaue, Leute. Übrigens, wenn ihr was bei Mohs bestellt, denkt dran, Code SWG10 auf fast alles bei Mohs, kriegt ihr da 10% Rabatt, wenn ihr da was haben wollt. Erstmal vielleicht noch ein paar Worte grundlegend zu dem Shot-System von Nadalia. Ich finde, das ist die wahrscheinlich beste Lösung. Natürlich ist es für uns mehr Aufwand, wie schon gesagt, aber dafür haben wir im optimalen Fall den Tabak komplett so, wie er früher war. Ja? Also klar ist es nervig, dass wir das jetzt anmischen müssen, aber wenn wir dafür halt wieder den Tabak haben wie früher, finde ich das auf jeden Fall okay, ist mir auf jeden Fall die liebste Lösung. Ob ich jetzt an den Tabak hier die passende Molasse dran kippe oder irgendeinen Cooling Shot oder irgendwie Spray drauf mache oder Steine drunter mische, wir werden jetzt immer einen extra Schritt eben mit dabei haben. Ja, da kommen wir leider nicht drum rum. Wenn wir Minze und Menthol und auch andere Inhaltsstoffe, die mittlerweile verboten sind, in unserem Tabak drin haben wollen, dann müssen wir das eben machen. Ja, und da finde ich von Adaya die Lösung eben noch mit am besten. So haben wir wieder den komplett originalen Adaya-Tabak, so wie er vorher war. Ich habe sogar das Gefühl, dass Schnitt und Feuchtigkeit so noch ein bisschen optimaler sind. Ich weiß nicht, ob da noch mal ein bisschen was optimiert wurde an Schnitt und Feuchtigkeit, aber gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr habt im Kopfbau gesehen, absolut keine Probleme beim Kopfbau gehabt, hat sich sehr entspannt bauen lassen. Rauchverhalten, Leute. Ich nehme noch mal einen Zug von meinem Köpfchen hier. Ja, Rauchentwicklung seht ihr nebenbei auch, die euch ein bisschen in die Sicht versperrt. Aber Leute, Rauchverhalten 1A. Ja, absolut kein Drücken, absolut kein Kratzen, lässt sich wunderbar rauchen. Ihr habt eine brutale Rauchentwicklung, genau so wie das eben sein sollte. Ja. Geschmacklich kann ich auch sagen, Leute, kommt extrem nah ran. Also ich finde 1:1, ich kann auf jeden Fall jetzt spontan keinen Unterschied feststellen. Ich müsste jetzt wirklich den kompletten 1:1 Vergleich haben. Wenn mir jemand dieses Köpfchen hingestellt hätte und gesagt hätte, das ist noch der alte Lauf 66, hätte ich ihm wahrscheinlich auch geglaubt. Ja. Aber auf jeden Fall Top-Tabakqualität, lässt sich sehr entspannt rauchen. Also haben wir da eigentlich alles genau so, wie wir das haben wollten. Man muss noch dazu sagen, es gibt eine kleine Besonderheit bei dem Adaya-Shot-System. Es gibt Sorten wie zum Beispiel Love 66, wo es exakt die passende Molasse für diesen Tabak gibt. Das ist auch bei ein paar anderen Sorten von Adaya so. Es gibt aber auch ein paar Sorten, wo dann eine Molasse für mehrere Sorten funktioniert und für manche braucht ihr sogar gar keine. Ja? Ich blende euch da nochmal eine Grafik ein, da seht ihr eine sehr, sehr schöne Übersicht, wie das Ganze funktioniert. Ist halt ein bisschen eine Umstellung. Wir müssen jetzt erstmal gucken, okay, welcher Shot wofür. Ich hoffe, die Tabakläden sowohl offline als auch online werden sich da coole Lösungen einfallen lassen, sodass jeder direkt weiß, Digga, zu dieser Dose brauche ich auf jeden Fall noch den und den Tabakshot beziehungsweise den und den Molasse-Shot, sodass es da keine Verwirrung gibt. Der Tabak, ihr habt es gesehen, er sieht auch, wenn man ihn so auspackt, schon fast rauchbar aus. Aber es fehlt halt doch noch Feuchtigkeit und vor allem fehlen ordentlich Aromen, die einfach nicht mehr im Tabak drin sein dürfen. Deswegen, diesen Shot braucht man absolut unbedingt, Leute. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute jetzt sich eine Dose Love 66 holen werden, die schon die 66 vorne drauf hat, also unbedingt diesen Shot benötigt. Den dann mit nach Hause nehmen, den dann rauchen und sich denken, Digga, Adaya hat ja komplett verkackt, das geht ja gar nicht mehr. Dabei haben die Leute einfach nur diesen Shot vergessen. Deswegen ganz, ganz wichtig, Leute, auf jeden Fall all euren Freunden Bescheid sagen, dass man jetzt diese Shots braucht bei Adaya. Nicht, dass sich irgendjemand einfach nur eine Dose holt und damit komplett unzufrieden ist. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit der Lösung. Ich denke, es ist der optimale Ansatz, Leute. Lasst mir eure Ideen und Kommentare dazu auf jeden Fall unten in der Kommentarbox da. Sagt mir mal eure Meinung, was haltet ihr von dem Shot-System? Ich finde es bis jetzt auf jeden Fall die beste Lösung. Es ist kaum teurer geworden. Ihr kriegt 230 Gramm Tabak für 18,50 Euro und wie gesagt, sind das ungefähr 16 Euro dann für 200 Gramm. Also immer noch mehr als akzeptabel. Das ist definitiv noch ein unterdurchschnittlicher Preis für einen sehr, sehr guten Tabak. Ja. Also Adaya auf jeden Fall im Moment mein Favorit, was so die neuen Lösungen angeht bis jetzt. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Wenn ihr noch Bock habt, dass wir auch noch andere Sorten mit dem Adaya Shot System testen, lasst mir auch da sehr, sehr gerne noch Infos unten in der Kommentarbox da. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.